Mona, dass du das gemacht hast. Völlig überfordert natürlich gewesen mit Hillary Duff. Bin am Ende. Hillary Duff. Bin am Ende, weil ich heute das machen musste. So, mach du mal Intro, komm. Ich muss ja heute die Folge vorbereiten. Heute alles andersrum. Ich habe eine Folge vorbereitet. Bitte, danke, danke. Vielen Dank. Girls. Und du musst das Intro jetzt machen, komm. Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Willkommen zu Watchlist. Guten Tag, wir sind Mona und Marcel alias Marcel Flix und Mona Son Prime. Diese ausgereifte Wortspielerei wurde Ihnen präsentiert von jeder Baustelle, die Ihnen bei der Arbeit in die Quere kam und kommen wird. Ich sieze Sie jetzt gerade. Das so. Ist unangenehm. Es ist einfach, weil ich heute meine Corsage anhabe. Ja, richtig so. So ist ja öfter. Gut, dass wir uns hier versammelt haben. Wir sind ein Podcast und wir sprechen in diesem Podcast über Serien, die wir gucken, Serien, die bald rauskommen und Serien, die ich eventuell synchronisiert habe, denn ich bin Synchronsprecher. Und diese Serie habe ich nicht synchronisiert. Warum überhaupt mal? Weil sie in München synchronisiert wird. Und das ich sind so logistische wohne da Sachen. Nicht. Ja. Aber theoretisch hier mit Technik und so könntest du ja auch im Studio was einsprechen und dann rüberschicken durch die ganze Welt. Macht man das auch? Ja. Ja, oder? Manchmal auch am iPhone. Wirklich? Wenn es gar nicht anders geht. Oh, da fehlt noch ein Satz oder so. Und dann macht ihr so am iPhone schnell Mama Sprachmemo und dann schickt ihr es rüber. Rate mal, was ich nachher noch vor. Wirklich? Krass. Nicht über WhatsApp, aber über so hier. Ja, ja. So egal. Sprachdinger. Willkommen zu Watchlist. So siehst du mal schon der erste Insider. Ich bin heute dran mit Serie vorbereiten. Ich habe heute eine Serie vorbereitet. Kurz und knapp, wie das in meiner Natur liegt. Weil es geht um Younger. Ich weiß, das kann man bestimmt auch überall sonst gucken, aber es kommt im Free TV. Das ist ja meine große Leidenschaft, Free TV. Ich gucke, ich schalte 2015, schalte ich Fernseher an und lass mich berieseln und freue mich, dass ich mir da nichts aussuchen muss aus 300 Milliarden tausend Sachen. Free TV ist das, was die Leute früher geguckt haben, als es noch kein Internet gab. Frag mal eure Omi, ja, die versteht mich. Free TV, die kennt das noch unter Carmen Nebel. Ja, und bitte 20.15 Uhr nicht mehr anrufen. Da gucken wir Leute, gucken da Sachen. Und aber ab 18 Uhr ist doch günstiger. Da müssen wir nicht. Ein kleines Zeitfenster. So, also es geht um Younger. Ja, ist eigentlich sehr schön erzählt, weil da ist diese eine Frau, die Hauptperson, zu der wir niemals, niemals werden wollen. Das ist Liza. Nee, wir wollen nie leiser werden. Nee, wir wollen nicht wir leiser wollen werden. Lauter werden. Dieser Wortwitz ist mir spontan eingefallen. Also Liza, ja. Anfang 40, Hausfrau, schön mit Garten, in einem Vorort von einem Vorort von einem Vorort. Also Spandau. richtig spießig. Und Tochter ist irgendwie in Indien, macht dann ein Sozialprojekt und jetzt, zack, boom, ist der Mann durchgebrannt mit einer Jüngeren. Es ist, wie es ist. Männer sind Schweine. Männer sind Schweine, alle gleich. Ne? Gäbe es keine jüngeren Frauen. Wirklich? Gäbe es hätten wir alle Problem noch Männer. Nicht. Oh, danke. Und da wurde sie sitzen gelassen und jetzt ist natürlich scheiße. Da kommt dann die Freundin im Spiel, die wir alle haben möchten. Das ist Maggie. Das ist Lizas beste Freundin. Richtig geile Künstlerin aus Brooklyn, lesbisch. Bin ich. Ja, das ist wirklich. Die ist die allergeilste, weil die so total geil ist und rigoros und kein Blatt vom Mund nimmt und alles raushaut. Und die hatte jetzt die Idee, so Liza, jetzt bist du Anfang 40, hast du keinen Job, hast du kein Geld, hast du Schulden. Machen wir dich zu Anfang 26. Zu Anfang 26. Januar 26. Machen wir dich zu einer 26-Jährigen und damit sie halt einen Job bekommt. Und da kommt auch der Humor der Serie sehr gut raus durch diese Maggie. Weil die jetzt so eine geile Sprache haben. Die sagt so zum Beispiel: Die Leute glauben, was sie hören. Sie glauben, dass Real Housewives echt ist. Sie glauben, dass Kokosmilch ihren Arsch schrumpfen lässt. Sie glauben dir auch die 26. Das finde ich lustig. Und dann machen sie ihr Strähnchen. Genau, dann machen sie ihr Strähnchen und machen so ein Makeover. Und dann, zack, die Boom, wird sie in einem Verlag angestellt. Das ist so das zweite Umfeld von dieser Serie, wo die Chefin arbeitet, die wir alle nie haben wollen. Diana Troot ist die Verlagschefin aus der Hölle. So ein bisschen hier Teufel trägt Prada-mäßig, ne? Wird halt selber alt. Ist halt verbittert, kommt nicht mehr mit der Technik und oh Gott, das ganze Verlagswesen hat sich geändert und keiner liest mehr Bücher und das findet sie alles total schrecklich. Das ist ein Verlag für Bücher, nicht für genau. eine Zeitschrift, nee, nee, Bücher. Nee. Bücher und das findet sie alles total schrecklich und kommt nicht mehr mit und hasst halt junge Frauen deswegen, weil sie jung sind. Wie weil alt sie ist noch sie schön denn? Mitte 40? Sind und weil sie, die ist so eigentlich wie Liza wirklich, genau.
Das ist doch... Total verbittert. So alt, Mitte 40. Brad Pitt ist älter. Ja, aber der sieht geil aus. Und dann haben wir noch Kelsey Peters. Jetzt kommen wir nämlich zu der Person, die unbedingt da noch mit stattfinden muss, damit ein Publikumsmagnet herrscht, weil es ist Hilary Duff, die tatsächlich 31 ist, in dieser Serie aber auch eine 26-Jährige spielt, Kollegin von Liza und beste Freundin. Und Kelsey ist halt die, also Hilary Duff, die Person, die wir so als Zuschauer sind. Ne? Wir sind so 26 und sind total... Ja, wirklich. Und sind total noch unsicher, starten gerade so durch im Job. Dann haben wir gerade so einen Mann, aber wissen nicht genau. Und ist es jetzt sehr fürs Leben oder nicht? Und die sind wir so. Ja. Mhm. Und Liza ist halt die beste Freundin, die 26 spielt, aber halt Anfang 40 ist. Und deswegen auch der Kelsey halt so ein bisschen eigentlich mehr so eine große Schwester ist. Aber Kelsey weiß nicht, dass Liza Anfang 40 ist. Und dann haben wir den Hottie der Serie. Der fehlt natürlich noch. Den wir alle haben wollen. Josh, ich sage jetzt schon mal seinen echten Namen, Nico Tortorella, weil er wirklich, also er ist wirklich heiß, ne? Also googelt den bitte, schaut euch die Bilder an, aber bitte nichts weiter, nicht bei Instagram oder so stalken, weil er ist nur heiß in dieser Serie und im echten Leben. Das ist Schauspielerei, Mona. Das ist Schauspielerei. Der ist so schrecklich im echten Leben. Ich hab den gefolgt auf Instagram eine Woche und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße. Und dann habe ich ihn wieder entfolgt, habe das alles gelöscht in meinem Gehirn. Jetzt finde ich ihn wieder heiß in der Serie, aber in echt ist er so unheiß. Wow. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, müssen wir. Ich habe recherchiert. Sehr gut. Okay. Das ist also, der wird dann zum Freund von Liza und hat so ein Tattoo-Studio und ist wirklich halt einfach nur der Hottie, der geile, süße Hottie. Und erst... sind die auch der Meinung, dass sie beide 26 sind. Das ändert sich natürlich im Laufe der Serie und da kommen natürlich auch die Problemchen dazu. Aber Josh ist heiß und sie entdeckt durch ihn ihre Sexualität wieder und so weiter und so ist es. Also eigentlich wenig Personen, wenig Figuren, wenig Settings, aber geil. Thema natürlich hier Jugend, immer jung bleiben, Selbstoptimierung bis zum Getno mit Instagram und sowas natürlich auch, Selbstdarstellung, aber sehr zugespitzt und sehr geil erzählt und der hier Macher eigentlich, wie hieß er, Darren Star, ist auch hier von der Serie Autor und Regisseur und Produzent, der hat auch Sex in the City mitgemacht und das merkt man schon. Also es ist schon dieser gleiche Wortwitz und dieser gleiche zugespitzte Humor. Und Großstadt. Geil, Großstadt und Mode, genau. Und viel Effekt vermutlich. Viele junge, tolle Leute, viel Witz und viel läuft, Liebe. Und das läuft hierbei? So, läuft, also Free TV, mein Milieu, die erste und die zweite Staffel bei Pro7, ja. Mittwochs immer nach. Grey's Anatomy. Das war deine da auch zweite Leidenschaft. Gleich dabei bleiben. Erste, zweite Staffel. Sonst läuft bei TNT. Das soll wohl so ein Pay-TV-Sender hier sein. Also, ja, so ein Spartensender. Ja. Ja. TNT. Okay. Comedy. TNT Comedy. Da läuft schon komplett die fünfte Staffel. Und in Amerika ist jetzt die fünfte Staffel durch und sechste Staffel bestellt. Also in Amerika sehr erfolgreich. Sechs Staffeln jetzt dann. Und in Deutschland geht's so. Das ist witzig, weil ja, in den USA, dir wird ja nichts geschenkt. Ja. Also wenn die nicht funktioniert hätte, gäbe es ja nicht mal eine zweite. Ja. Die haben jetzt eine fünfte. Und jetzt sechste bestellt. In Deutschland ist es so ein bisschen, du guckst das. Ich gucke das. Du bist die Zielgruppe und du kennst dich aus mit der Serie. Und da spielt Hilary Duff mit. Ja. Und Hilary Duff, wer kennt sie noch? Aus Lizzie McGuire. Ja, natürlich. Und sie war ja auch mal Popstar. Ja. Und nicht so ein bisschen, sie war so wirklich, die war im Grunde genommen dieselbe Kerbe wie Britney Spears. Ja, das war die so war blond, auch so Disney-Kind. Und die ist jetzt... Also ich verfolge sie nicht direkt, aber sie wird verfolgt. Aber schon. Und vor kurzem habe ich was gesehen und zwar wurde sie den ganzen Tag von einem Paparazzo verfolgt durch Los Angeles. Und ihr war das irgendwann zu blöd. Ja. Man sieht dann so ein Video aus ihrer Perspektive, wie sie aus ihrem Auto filmt, sehr nah an dem Auto des Paparazzo vorbeifährt. Okay. Und die sind so Scheibe an Scheibe und sie so, hören Sie auf, mich zu verfolgen. Aber nett. Und es ist großartig, weil sie ihn so fast schon so ein bisschen, das ist keine Drohung, das ist dein Versprechen. Ja. Hören Sie auf, mich zu verfolgen. Also, ich habe den ganzen Tag noch kein Foto gemacht. Ich habe jetzt total meinen Tag verschwendet. Und man denkt sich, ja, du verfolgst sie hier freiwillig. Du kannst dich jetzt nicht beschweren, dass sie nicht gelächelt hat. Währenddessen,
ist ein bisschen schwierig, aber sie ist ja offensichtlich eine gute Schauspielerin. Ja, ich habe nichts mehr von der mitbekommen und dann ploppte die auf einmal in dieser Serie auf, wo ich auch nicht wusste, dass sie da mitspielt, sondern ich habe einfach nur gesehen, Younger Sex in the City, habe ich gehört, habe ich gedacht, da schaue ich mir an und dann kam sie um die Ecke und ich glaube, die hat schön zwei Kinder bekommen und dann hat sie sich einfach mal ein paar Jahre rausgenommen und sie sieht ja immer noch aus. Die sieht immer noch so aus. Gealtert. Geil, ne? Es ist wirklich toll. Und ich habe nur den Trailer der Serie geguckt die Serie. Du bist die Expertin. Ja. Mal ganz ehrlich. Ja. Da spielt eine Schauspielerin mit, die ist um die 40. Ja. Die sieht super witzig aus. Ich kenne die auch aus einer anderen Serie. Die ist mega lustig. Die ist wirklich witzig. Ja. Dann machen der kriegt die Strähnchen, ein bisschen Wimperntusche und dann sagt man, die ist 26. Ja. Und wenn jemand schreit, ich sehe gar nicht aus wie 26, dann ist es diese Schauspielerin. Das ist der Witz an der Sache, weil sie sieht einfach nicht aus wie 26. Ja, das stimmt. Sondern immer wie die Mutter von. Ja, das stimmt. Aber cool. Aber trotzdem denkt man sich, sind die alle blind? Was ist da los? Das stimmt schon. Aber sie sieht aber auch nicht aus wie 40. Vielleicht ist sie so 35. Ja doch, aber sehr, sehr, sehr gut. Sie sieht aus wie eine gute 40-Jährige. Aber sie ist sympathisch, sie ist lustig, sie ist auch eine hübsche Frau. Ja. Aber sie sieht einfach nicht aus wie 26. Vermutlich sah sie mit 26 auch nicht aus wie 26. Die ist einfach groß auch. Ja. Und das ist ja, die anderen sind ja alle so klein. Und das sieht man so, dass sie immer irgendwie die Größte im Bild ist. Ja, das stimmt. Aber sie ist sehr toll und irgendwie wie heißt das hier? Theaterschauspielerin? Broadway. Ich hatte die ganze Zeit. Broadcast-Schauspielerin. Ja, das ist eine Broadcast. Was ihr gerade nicht sehen konnte, während Mona sagte, Theater, machte sie so eine Geste. Und deswegen wusste ich direkt, es ist Broadway. Broadcast-Schauspielerin. Und die macht das sehr, sehr lustig und hat eine tolle Rolle. Und auch diese lesbische Freundin ist einfach total toll und hat eine tolle Rolle. Ich wollte auch immer entweder einen schwulen Freund oder eine lesbische Freundin, habe ich nicht gekriegt. Aber natürlich du. endlich. Was ihr nicht sehen könnt, Mona weint gerade vor Glück. Und du, das Witzige ist, dann habe ich diesen Schauspieler, von dem du gesprochen hast, Nick Tortorella. Ja. Wahrscheinlich heißt er einfach Tortorella. Nick habe ich mal bei Instagram, oder Nico heißt er, Nico. Tortorella, ich nenne ihn Nick. Ich habe ihn bei Instagram nicht gestalkt, sondern einfach seine Seite aufgemacht und gescrollt. Das ist nicht stalken. Stalken ist, wenn ich nachts am Schlafzimmerfenster jemand Kiesel an die Scheibe werfe. Und ich wusste ja, dass du den schlimm findest. Ja, ich fand den mega witzig, weil der sieht gut aus. Der sieht so gut aus. Das ist dem aber offenbar scheißegal. Weil der hatte da Fotos drin. Geht bitte, tut's. Wenn ihr mal kurz, stellt euch einen sehr, sehr gut aussehenden Mann vor und dann denkt ihr euch, dem ist das egal, was könnte der machen? Geht mal auf Nico Tortorellas Instagram-Seite. Da hat er so Frauenschuhe dann plötzlich an, hat irgendwelche Sachen um sich rumgewickelt. Ja. Hat er so Shootings für irgendwelche Magazine, wo er so ein bisschen wie Marlene Dietrich geschminkt war. Ja. Ja. Und ich habe es nicht ganz verstanden, weil der hatte so viele Zeichen in seiner, wie heißt das, in seiner Biografie, Mann, Frau, genau, er ist gemischt also, und so. Ist der sowas wie, ist er pansexuell? Ja, genau, er weiß also nicht, das ist so einer, also der hat halt keine Sexualität. Der sagt, er ist halt entweder weiblich, manchmal gibt es nicht, sondern es gibt alles und jeder mit allem und also hat alles. Er zu viel Sexualität. Und er hat irgendwie, er möchte sich da einfach nicht festlegen und ist da sehr verfeitern dann für. Und er ist eigentlich aber, glaube ich, sagt er von sich selber, obwohl er ja keine Sexualität hat, dass er eigentlich eher in die schwule Richtung tendiert, hat aber dafür eine lesbische Freundin. Und das gleicht sich wohl wieder, es klappt wohl anscheinend ganz gut. Die sind auch schon 180 Millionen tausend Jahre zusammen. Ja. Und ich glaube, seit die 17 waren oder so. Also ich habe gestalkt, wie du siehst. Und halten aber auch so Vorträge, du bist keine Sexualität und sind da so total outgoing. Er ist Schauspieler, er spielt in die Rolle verliebt, ne? Anfängerfehler. Ja, aber das voll ist so, in die Rolle des Schauspielers verliebt. Nie, die Schauspieler sind so wie ihre Rollen. Manchmal liegen die sehr nah und manchmal waren sie halt gerade da und sahen gut aus und sagen, du siehst gut aus, du bist jetzt die gut aussehende Bitch und das ist eine total nette dreifache Mutter Mitte 40 und spielt jetzt die 26-Jährige. Ich fand's extrem witzig, weil ich dachte, der könnte jetzt wirklich das zigste Instagram-Profil sein. Ja. Gut aussehender Mann, schön fotografiert. Wow, was für eine Wertigkeit. Ja, stimmt auch. Aber wieder. Der war, ich dachte, der hat, glaube ich, richtig eine an der Waffel. Der hat richtig groß. Ich finde das toll. Ich habe wirklich gelacht. Ich habe die Bilder angeguckt und dachte, was für ein. Was zur Hölle? Also, jetzt fehlt nur noch so eine Nase, so eine rote. Und der haut einiges raus. Der haut raus. Und er hat, glaube ich, auch eine große Leidenschaft für irgendwelche Pilze. So Magic Mushrooms. Ja. Und das merkt man auch. Ich habe, also
gereicht hat es mir dann, ich habe alles durchgehen lassen, war tolerant, habe mir gedacht, okay, alles gut, gereicht hat es mir dann, als er einen Livestream gestartet hatte und ich so, da merkst du Livestream. Und dann stand er da in einer Halle, in einem Gewand, wirklich, und hat einfach in dieser Halle mit so einem Mikro so die ganze Zeit und dann auch noch dauernd auf so ein Ding gehauen. Auf so einen Gong? Und da habe ich gedacht, Leute, lasst doch mal die Drogen weg. Ja, also, und da habe ich gesagt, okay, entfolgen. Ach Mensch, es hätte so schön werden können mit euch beiden. Ich hatte aber noch nie so einen Mann, den ich auf Instagram heiß fand und mich dann gedatet habe oder so und dann den scheiße fand. Erstens finde ich lustig, dass du sagst fande, aber... Weil dann sofort schauen. Aber du, Mona, bist seit 47 Jahren ja, in einer Beziehung. Ja, ich weiß, es gab noch kein Instagram, als ich Muslim geworden bin. Du kannst darüber gar nichts sagen in der Praxis. Und du? Bei Tinder oder bei Instagram? Ich treffe ständig Menschen. Und die ständig Schauspieler. Ja, aber darum geht's doch. Instagram ist ja nicht das wahre Leben, sondern man ist eine Unterhaltungsplattform. Aber die meisten unterhalten mit nackter Haut. Und ja, du kannst nicht ständig das attraktive, gut ausgeleuchtete Bikini-Model sein, weil du bist es kein echter Mensch. Und bei Männern ist es dasselbe in grün. Und was weiß ich, wenn du ein Teenie-Star bist, du zeigst immer nur das, was du zeigen möchtest und wie du dich selber gerne siehst. Das ist ja nicht die Realität. Ja. Und man sieht im Zweifel auf Fotos, die gut gemacht sind, besser aus als in der Realität. Darum geht's ja auch. Ja, stimmt. Aber hast du schon mal einen gehabt, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, nee, das geht gar nicht. Also der sah so anders aus und war so, dass du wieder umgekehrt bist oder das Date abgebrochen hast oder ja, so? Ja, es gibt immer wieder Menschen, die man so sieht und denkt, also das Foto ist schon 10 Jahre alt. Oder man bekommt, das gibt's ja auch. Mhm. Liebe Kinder, wenn ihr gerade zuhört, Mädels und Jungs, wenn ihr Fotos bekommt, achtet immer drauf, also je mehr Fotos, irgendwie desto besser. Und achtet drauf, wie jemand posiert, wo und wovor. Und da kann man sehr viel drin lesen. Ja. Und manchmal denkt man, jetzt von 4 Fotos waren 3 richtig geil, aber 1 nicht so. Und daran müsst ihr euch festhalten, weil das ist wirklich? Das Nächste an der Realität. Ah. Ja, total. Weil manchmal sieht man ja, schickt man ein Foto, wo man denkt, das ist 5 Jahre alt, aber ich sehe noch so aus. Und denkt, nein, du siehst noch so aus, aber sehr erschöpft und müde. Und ja, das ist Selbstoptimierung halt. Und das ist schon passiert. Natürlich. Das finde ich lustig. Und was hast du dann gesagt? Nee. Da ist auch einiges passiert. So. Ja, wirklich? Ja. Aber du hast jetzt Date angetreten und hast es durchgezogen. Oder? Aus Höflichkeit habe ich schon viele Dates angetreten, die ich eigentlich hätte abbrechen sollen. Im Nachhinein müsstest du eigentlich immer einen unabhängigen Menschen, also so wie heißt das, so eine Gouvernante dabei haben, die sagt, nein, wir brechen dieses Date hier ab. An dieser Stelle würde ich dann gerne abbrechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch mit so einer ganz neutralen, tollen Stimme, dass der andere gar nicht checkt, dass es jetzt böse ist. Wir befinden uns nun bei der Beendung dieses Rendezvous. Wir danken das ist für ja Ihr Verständnis. Krass. Das ist ja krass, dass du dann auch durchziehst. Ich glaube, ich wäre nicht so. Ja, ich habe jetzt nicht direkt den Beischlaf vollzogen, aber man kann ja trotzdem, wenn man im ersten Moment denkt, naja, gut, die Stunde kriege ich rum, dann wird es manchmal auch sehr nett. Und ich finde, wenn du jemanden triffst, den du plötzlich gar nicht mehr so interessant oder attraktiv findest, ist es auch oft unverkrampfter. Ja, und dann wird es auch ganz nett. Daraus sind jetzt keine jahrelangen Freundschaften entstanden. Aber es passiert ja manchmal. Ja. Aber dass Leute über ihr Alter lügen, das finde ich so wahnsinnig lächerlich. Das finde ich auch krass. Das ist jetzt die Prämisse der Serie. Wir nehmen jemand, der älter ist und machen so ein großes Geheimnis daraus. Aber warum lügen? Also mach dich doch 10 Jahre älter und sagen alle, boah, siehst du gut aus für dein Alter. Stimmt. Aber so? Ist eigentlich die schlauere Variante. Ich kenne das bei Frauen, dass die dann so 40 werden und sagen, ich bin 38. Also wir haben da schon Druck. Ja, also ich finde das total, die Leute sehen ja, was sie sehen. Ja, aber ich glaube, wir Frauen haben da schon Druck und ich verstehe auch, ich habe wirklich, als ich die Sendung angefangen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich möchte niemals leiser werden, in einer anderen Art und Weise, aber guck mal, wie schnell das passiert, dann bist du verheiratet, dann kommen Kinder und dann geht's ja so dieser Weg, der bei jeder Familie oder jedem Ding dann gleich ist und auf einmal sitzt du da in deinem Haus, das du nie wolltest, mit einem Garten, den du hast, mit Kindern, die nervig sind und einem Mann, den du überhaupt nicht mehr kennst und dann findet deine Jüngere und sagt, bumm. Und dann dachte ich immer so, ach du Scheiße, das geht wahrscheinlich so. Und so viele Frauen sitzen da und sagen, ja, das ist mein Leben. Und ich denke so, das würde ich nie. Und du willst ja nicht so werden als 26-Jährige jetzt. Und dann denkst du so, ach du Scheiße. Und dann drehst du dich einmal um und bist leiser. Und dann habe ich gedacht, Scheiße. Und dann habe ich gedacht, ich würde sowas von auch lügen. Da würde ich sagen, so Freunde, und jetzt bin ich 26 und fang nochmal an. Okay. Das verstehe ich schon.
Ich kann den Reiz kann ich verstehen, aber ich gehe mal davon aus, die Lüge geht nicht lang gut in der Serie. Bei mir schon. Das sind schon noch 2 Staffeln. Ja? Ja, ist okay. Bis jetzt alles gut. Mit Hürden, aber bis jetzt. Mhm. Betty ist wahrscheinlich teilweise auch öfter müde teilweise und hat keinen Bock und ist auch nicht mehr gewohnt, so viel Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, das erfährt sie ja wieder durch hier Josh, der ja in der Serie ganz toll männlich ist und dauernd Sex hat. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Er hat ja auch im echten Leben viel Sex, halt mit Männern, Frauen und alles dazwischen. Ja, da ist und er Pilzen, ja, auch mit Pilzen. Vielleicht führen die Pilze auch zu viel im anderen. Solange er sich nur von Pilzen ernährt und keine bekommt, ist alles in Ordnung. Kleiner Geschlechtskrankheitenwitz am Rande. Aber ich kann das schon verstehen, dass man da mal nochmal sein Leben umkrempelt bei so einer Extremsituation. Ich meine, und wenn du, ja, was soll sie noch machen, bevor sie keinen Job kriegt? Keine Ahnung, also ich habe noch nie beim, doch, ich habe einmal beim Alter gelogen. Ich habe einmal beim Alter gelogen und zwar wollte ich den Film Titanic im Kino sehen und der war erst ab 12 und ich war erst 11, als der rauskam und ich wollte den unbedingt gerne sehen und dann hat meine Mama zu mir gesagt, du sagst, du bist 12. Ich habe aber gesagt, ich bin 10. Ich habe Ich bin so typisch ins falsche Alter. Ich hab ein Jahr abgezogen anstatt drauf. Und im Nachhinein, es ist so. Also ganz ehrlich. War der ab 12, weil die Leute sternen oder was? Ich glaube, da sterben einfach viele Leute. Das ist dann direkt ab 12. Das ist auch zweitrangig. So, also dann kannst du auch mit 10 gucken. Da kriegst du die ganze, weiß ich nicht, Dramatik zwar nicht mit, aber es ist nicht verstörend, weil die sterben, weil sie untergehen. Ja, eben. Aber solange du kein Schiff betrittst als 10-Jähriger, passiert es dir ja auch vermutlich nicht, dass du untergehst. Von daher. Ah, ich habe noch nie beim Alter gelungen. Jetzt bin ich 26. Und ich muss schon sagen, 30 ist schon, jetzt bin ich ja näher an der 30 als an der 20 noch. Und mit den 30, habe ich jetzt schon, obwohl es noch 4 Jahre hin ist, denke ich schon, wenn du 30 bist, dann bist du halt richtig erwachsen. Hast du früher gedacht, du hast dein Leben so im Griff und bist total erwachsen. Wenn du früher als 10-Jährige eine 26-Jährige allein schon, habe ich gedacht, die ist ja voll erwachsen, die hat ja voll alles im Griff und die hat voll das Leben. Und jetzt denke ich so, nein. Überhaupt nicht. Das wird auch nicht mit 30 eintreten, oder? Wirklich? Ach du Scheiße. Entweder du bist der Typ dafür und du bist schon Anfang 20 die Mutter und willst ein Haus und so. Nee. Oder das kann auch erst mit 40 passieren. Heute ist das, also Zahlen sind jetzt relativ irrelevant, außer du willst unbedingt Kinder und du denkst, ich möchte die aber noch haben, wenn ich so jung bin. Keine Ahnung. Männer haben diesen Druck nicht. Ja, das ist es. Und Männer haben eben auch nicht dieses, jetzt bin ich halt 40, aber ist ja kein Problem, dass ich jetzt eine 24-Jährige habe. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Ein Mann, der keine Frau in seinem Alter ertragen kann, mit dem stimmt was nicht. Ja. Und das treffe ich immer wieder. So Männer Mitte 40, die dann Anfang 20-Jährige Freundin haben. Ja, aus ihrer Perspektive verstehe ich das, der sieht noch okay aus, der bringt einen schönen Status mit. Hat auch Zähne. Aber will der sich nicht mal mit einer Gleichaltrigen unterhalten? Finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Branche, ne? So Medien, Schauspieler, meinst du nicht? So Geschäfts. Doch. Da hat der Geschäftsmann einfach schon seine erste Ehe und Kinder durch und sucht sich dann eine, die ihm nicht das Wasser reichen kann, die einfach nur gut aussieht. Ja, und die rumkommandieren kann. Ja, so ein bisschen. Ja, ne? Ich glaube. Schön! Finde ich nicht richtig. Bin ich auch nicht der Typ für. Ich finde es aber faszinierend, dass du diesen Nico so unhaut findest. Ich finde den so unhaut. Ich glaube, das war einfach dieses Gefälle, weil ich den so heiß fand in der Serie und dann auf Instagram und dann dachte ich schon, komisch, aber gut, vielleicht war er für ein paar Modeshow halt in so komischen Verkleidungsgedöns. Nein! Und nein, er lebt es ja und dann seine Stories und ich dachte so, ach du Scheiße. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen hat's mir da weggezogen. Warst du ganz verwirrt von der vielen Alufolie rum. Ja, das gibt's nicht in Bayern da. Da sind die Männer. Naja. Aber wir hier in Deutschland sehen das etwas anders, Mona. Ja. Ist ja auch voll in Ordnung. Wann ist denn der Mann ein Mann? Ich stehe schon so auf männliche Männer. Okay, das verstehe ich. Du möchtest an der Seite eines Mannes schon eindeutig dich sehr weiblich spüren. Ja, genau. Und er sieht ja so geil aus mit den Tattoos und er hat ja auch ein markantes Gesicht eigentlich. Und er sieht aus wie ein Model. Ja. Aber vermutlich Model, der auch umkam zur Schauspielerei. Wahrscheinlich. Aber der hat sicher was Interessantes zu erzählen. Der ist ja so Aktivist anscheinend mit seiner Frau, Freundin, Partnerin. Das ist eigentlich, glaube ich, ein total lustiger. Bestimmt. Aber halt nicht der Love Interest im klassischen Sinne. Ja. Finde ich aber interessant, dass man da so unterschiedliche Bilder hat von Männlichkeit und Weiblichkeit. Gell?
Ja. Faszinierend. Ich muss Younger jetzt angucken, um mich dazu überzeugen, ob er da so männlich spielt. Weil auf Instagram, ihr müsst immer noch Nico Tortorella, ihr müsst das angucken. Es hat mich stark unterhalten, diesen Mann zu sehen, der einfach nur Quatsch macht. Ja. Es wäre jetzt auch nicht unbedingt, also ich glaube, der ist nicht der Typ für jeden. Nein. Ich finde das toll. Jetzt, das war mein erstes Mal Serie vorstellen. Ich finde es super. Ich gebe das aber gern wieder an dich ab nächstes Mal. Ja. Dann mache ich dann wieder weiter. Vielleicht hat Nico Tortorella noch eine zweite Serie, über die wir sprechen können. Aber ich bin jetzt immer noch fasziniert von dieser. Ich gucke jetzt auch, ich versuche die in der Mediathek zu finden. Ja, Younger kriegt man bei ProSieben. Genau. Ja. Die letzten vier Folgen kann man jetzt noch gucken und sonst halt immer nach Ausstrahlung eine Woche. Kann man das immer nachgucken. Eine Woche bei ProSieben Now oder so. Das mache ich wiederum. Oh. Monas Mediathekentipp. Yay! Das mache ich. Das ist cool. Now. Und da kannst du auch Grey's Anatomy, aber immer nur eine Woche, bis dann die neue Folge rauskommt. Da muss man also fix sein. Und bei Younger lernt man was übers Alter, übers Lügen und über ein Männerbild. Genau. Wobei, das ist ja nur eher die Zweitverwertung. Die Rollen bei Younger sind ja sehr klar, aber wenn man die Schauspieler googelt, dann kommen die Überraschungen raus. Genau, das steckt im Detail, steckt das da. So schön, ich freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder eine tolle Sendung für Serie also vorstellst. Ich freue mich auch. Ich freue mich einfach auf dich. Jetzt ist es raus. Oh du, ich bin eigentlich 47. Bis dann. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.